Wenn die SPD etwas braucht, dann ist es Selbstbewusstsein. Und ich finde, die, die hier sitzen, ich zähle gleich ein bisschen auf, was wir hier heute sozusagen aufbieten an Mitgliedern von Regierungen, die können mit gutem Grund sehr stolz und sehr Selbstbewusstsein auf ihre Arbeit in Bund, Ländern und Gemeinden. Noch wichtiger aber, glaube ich, ist es, dass wir uns in den kommenden 3,5 Jahren immer wieder darum bemühen, dass sozialdemokratische Politik auf kommunaler Ebene, auf Landesebene und auf Bundesebene gemeinsam verstanden und auch gemeinsam praktiziert wird. Ich glaube, dass die SPD nur dann eine Chance hat, wenn sie ihre Vorteile, die sie besitzt, nämlich außerordentlich stark auf Bundes-, auf Landes- und hoffentlich nach der nächsten Bundestagswahl auch auf Bundesebene zu sein, dass sie das öffentlich klar machen muss und dass sie aufpassen muss, dass sie bei ihrer Politik keine Widersprüche zulässt zwischen dem, was sie auf der kommunalen Ebene fordert, dem, was sie in der Landespolitik macht und dem, was sie auf Bundesebene tut. Das alleine, glaube ich, werden wir nicht nur mit regelmäßigen Bundesparteitagen schaffen, sondern wir werden uns Arbeitsstrukturen geben müssen, ob diese oder auch Variationen davon, das wird man sehen, die sicherstellen, dass die Sozialdemokratie in der Öffentlichkeit als Ganzes wahrgenommen wird. Niemand von den Wählerinnen und Wählern, niemand von den Bürgerinnen und Bürgern unterscheidet am Ende sozusagen zwischen den unterschiedlichen Ebenen, jedenfalls dann nicht, wenn es zur Bundestagswahl kommt, sondern dann steht die SPD zur Wahl. Und ich glaube, dass wir eine Menge aufzubieten haben, um die SPD in den kommenden Jahren mit einem wirklich guten Programm und mit guten Ergebnissen und natürlich auch mit hervorragenden Persönlichkeiten vorzustellen. Für neue Mehrheiten haben viele von uns jahrelang gekämpft, als wir 2009 mit denen, die hier im Raum sitzen und noch ein paar anderen mehr begonnen haben, sah das in Deutschland völlig anders aus. Und ich glaube, dass wir den Erfolg dieser Arbeit auf Bundes-, auf Landes- und auf kommunaler Ebene noch ausbauen können. Auch im Bund ist der Anfang gemacht. Die Große Koalition ist seit 100 Tagen im Amt. Alle sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister haben mit großem Elan Projekte angepackt, für die wir alle miteinander in den Koalitionsverhandlungen sehr gekämpft haben. Das sehen nicht nur wir so, sondern das sehen auch andere so. Ich zitiere ausnahmsweise mal die Welt. Das ist jetzt nicht gerade das Zentralorgan der SPD, aber die schrieb und bilanzierte die ersten 3 Monate, ich zitiere, und wieder siegt die SPD über die Union. Ehrlich gesagt haben wir gar nicht über die Union gesiegt. Ich würde uns auch nicht raten, mit dem Triumphgeheul durchs Land zu marschieren, sondern was wir gemacht haben ist, wir haben in den ersten 100 Tagen nichts anderes getan, als Schritt für Schritt das umzusetzen, was wir in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben haben. Und deswegen glaube ich, dass wir gute Politik machen, weit besser ohnehin als das, was die Vorgängerregierung getan hat. Aber vor allen Dingen gute Politik, weil wir am Ende nicht einen Regierungswechsel wollten, sondern einen Politikwechsel, der Vorteile für die Menschen bei uns im Land bringt. Gewinnen muss Deutschland am Ende durch unsere Arbeit, nicht nur die SPD. Dafür arbeiten wir. Die SPD macht Politik für die fleißigen Leute, für die, die hart arbeiten gehen und davon manchmal nicht allzu viel haben. Für junge Leute, die gute Ausbildung und Studium machen und in der Vergangenheit immer häufiger nur einen befristeten Arbeitsplatz angeboten bekommen. Aber übrigens, wir arbeiten auch für die, die lange, lange Jahre hart für den Wohlstand des Landes gearbeitet haben und jetzt das Recht haben, nach 45 Jahren auch ohne Abzüge in die Rente gehen zu können, liebe Genossinnen und Genossen.